Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen, kurzen Video. Ich bin heute in Darmstadt unterwegs, besuche hier einen Freund in der Fotogena, der Jan Haslöcher. Und ich habe mir heute Morgen, ja, du läufst ja ganz schön viel mit der Olympus rum, könntest ja mal wieder die Sony nehmen. Und an der Stelle, ja, fing dann schon die nächste Frage an, welches Objektiv nehme ich mit? Und ich habe heute ein Minolta drauf, ein 35-105, Blende 3,5 bis 4,5 bei 105 mm. Ich habe Auto-ISO an, ich mache ein paar Bilder und ich habe als erstes mal meine Kamera etwas umprogrammiert. Ich hatte, wer die R Mark II kennt, ich hatte auf C1 die Lupenvergrößerung, die ich übrigens bei Sony ganz fürchterlich finde, weil man immer zweimal drücken muss, um wirklich in der besten Auflösung zu sein. Bei der Olympus drückst du drauf und du kriegst die Auflösung, die du ausgewählt hast, immer sofort. Das habe ich mir jetzt auf C3 gelegt, weil ich es eher gewohnt bin, mit einem anderen Finger die auszulösen. An der Olympus muss ich es ehrlich gesagt selten machen. Aber ja, der C1, der liegt nicht wirklich gut und ja, es ist mal was Neues. Insgesamt ist es ungewohnt, mit Shutter zu fotografieren. Ich könnte sie zwar auf lautlos stellen, aber ja, ich dachte mir, sie ist so lange nicht benutzt worden, dann machst du mal ein paar Bilder, auch wenn sie schon weit über 200.000 Auslösungen hat. Ja, ist unglaublich, aber 7R Mark II, ihr könnt ja mal nachgucken, wann die rausgekommen ist, das ist schon ein bisschen her und dementsprechend hat sie sehr, sehr viele Bilder auf der Uhr. Ja, ein Zoom-Objektiv, übrigens kann das auch Makro, das könnte ich nochmal ausprobieren. Es ist ja hier einiges schon am Blühen in Darmstadt. Ja, und Bilder sind alle bearbeitet, das ist klar. Also alle in Lightroom bzw. bei hoher ISO werde ich sie mal demonstrativ durch das neue PureRAW 4 jagen und auch mal sehen, was dabei rumkommt oder ja, überhaupt, ne? Ja, und ansonsten gibt es einfach so ein kleiner Streetwalk. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich so 15 Uhr bei der Fotogena sein will. Ein bisschen später wahrscheinlich bin ich da erst. Und ich würde mal sagen, ich breche jetzt hier ab. Ihr seht viele Bilder und später melde ich mich nochmal, damit so eine kleine Zusammenfassung. Natürlich habt ihr die Bilder gesehen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, also ihr wisst, was das bedeutet. Mal sehen, was dabei rauskommt. In diesem Sinne, bis gleich. We'll be right back.
Ja, ich war jetzt einige Zeit im Fotoladen in Darmstadt bei der Fotogena, habe da mal einen Kaffee geschnorrt und mich natürlich ein bisschen unterhalten. Ich habe übrigens ein Objektiv zum Testen mitgenommen, weil das war da als gebrauchtes Objektiv in der Auslage. Und das werde ich jetzt mal natürlich für mich testen, für euch dann mit. 20 mm Lumix Objektiv. Man könnte sagen Pancake, also sehr kleine Linse. 40 mm ist das ja bei Vollformat. Und aber zurück zu dieser Kombination und ein paar Gedanken. So, ich hoffe, hier ist besser, was den Ton angeht, weil hier kein Wind ist. Dafür habe ich ja Autos. Egal, spielt jetzt alles keine Rolle. Ich möchte das Video fertig bekommen. Ihr habt die Bilder gesehen und ich denke mal, ihr werdet da ja natürlich sagen, nichts Besonderes, ganz klar. Hatte ich auch nicht vor, aber ich möchte an der Stelle eben einfach nur mal sagen, die Sony musste auch mal wieder ausgeführt werden und natürlich liebe ich auch meine alten Objektive. Das 35-105, das habe ich, glaube ich, noch nie wirklich eingesetzt. Von daher war das auch mal was Neues. Wie gut es ist, ja, das spielt bei älteren Objektiven keine Rolle. Oder schon eine Rolle. Aber ja, ich habe jetzt auch nichts Vergleichbares. Wichtig ist das Motiv. Und die Bilder, um es nochmal zu sagen, sind alle bearbeitet, sie werden entrauscht sein, sie werden geschärft sein. Ich möchte das Beste rausholen, was geht. Ja, in diesem Sinne, kleiner Fotobug, Sony, das Objektiv. Und jetzt mache ich Schluss, weil hier kommen schon wieder die nächsten neugierigen Gesellen. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Über was und überhaupt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht wieder mit einem alten Objektiv. Und zum Objektiv selber muss ich sagen, ich liebe Schiebezooms, aber es ist ein bisschen schwieriger zu benutzen, was Fokus und Zoom angeht, wenn das auf sozusagen einem Ring liegt. Aber es ist besser. Für Leute, die mit alten Kameras und mit Film arbeiten, ist das in meinen Augen eine wunderbare Sache. Und die Qualität ist, glaube ich, auch genug. Jetzt mache ich Schluss. Ciao, tschüss, euer Sven. Sorry für dieses chaotische Video. Tschüss.